Hallo, hier bin ich am Tag 25 meines Selbstexperiments, meiner 30-tägigen Sing-Challenge, die so langsam zu Ende geht. Und wie in jeder Meditation, denn irgendwie ist es das ja, eine Meditation, ja, kommen Sachen hoch. Oft auch einfach roh, nicht nur einfach die Erkenntnisse, die einen entspannen lassen und sagen, oh, ich habe was gefunden, so als wäre man stundenlang am Strand lang gegangen und dann hat man doch endlich mal ein kleines Stückchen Bernstein gefunden. Irgendwas, was man nicht erhofft hatte, doch endlich in der Hand zu halten. Aber heute ist es eher so, es kommt ganz viel Selbstablehnung und Unzufriedenheit mit mir selbst. Und dann auch gleichzeitig Trotz, also widerstreitende Energien oder Kräfte oder Anteile. Und der eine würde sagen, die ist ja verrückt. Und andere sagen, ja, das nicken wir voll ab, das kennen wir total. Ja, damit geht es mir gerade gar nicht so gut. Also ich bin ja, also irgendwie hatte ich ja vor, weiß ich nicht, gestern war das? Oder vorgestern, wo ich sagte, ich bin wütend, sauer und so. Und das, ja, das ist jetzt auch da. Also ich mache das jetzt, aber es ist so, ja, jetzt mach das halt mal endlich. Sehr unnett. Ja, das ist mein Vorher-Video und jetzt werde ich 20 Minuten singen und ich werde mich nur auf das Singen konzentrieren. Also komplett hier einfach nur sitzen bleiben, rausschauen oder die Augen schließen und 20 Minuten mich diesem Mantra widmen und dann seht ihr mich gleich im Nachher-Video. Also, see you later. So, da bin ich wieder. Das Nachher-Video, Tag 25. Und ich habe nur gesungen, nichts weiter gemacht als hier gesessen, mich nicht wegbewegt, 20 Minuten lang, bin zu allem bereit. Gesungen und es war ein Ventil öffnen. Und dem bin ich nachgegangen. Und gleichzeitig konnte ich reflektieren, was, wie wichtig ist, es ist, seinen stimmlichen Ausdruck zu nutzen, sich den Raum zu schaffen und in dem Moment, wo man so in sich hineinspürt, spürt man Energien oder Emotionen oder Befindlichkeiten, Regungen, die sich zeigen, die wir wahrnehmen in dem Moment. Und ich konnte nicht einfach nur so singen. Ich merkte, das würde irgendwie dann auch anstrengend werden, weil eigentlich möchte ich gerne noch was anderes raus und dann habe ich dem halt auch freien Lauf gegeben. Dann kommt halt, es klingt wie kindliches Spielen mit der Stimme. Und ich denke, das hat auch eine Bedeutung, dass ich oder die Zunge in besonderer Weise, dass die sich wie entfalten will, raus will und ich singe trotzdem und da ist irgendwie ganz viel Druck unten und Enge hier und dann will das irgendwie raus und dann ist es okay, sich in diesem Moment, wo ja keiner zuguckt, zuhört, dem nachzugehen und nachzuforschen, aber immer dabei zu bleiben, das habe ich auch gemerkt, nicht einfach nur so hau drauf, sondern wirklich hinzuspüren, ist es, wo will die Zunge hin, wo will der Kiefer hin, wo. Es war ganz spannend. Und klar, sobald man was rausgeschafft hat, ich vergleiche das immer wieder mit Keller aufräumen oder Dachboden eintrümpeln, also oder Garage eintrümpeln. Wir fühlen selber, dass das fühlt sich gut an. Dass man einen Raum wieder freier gemacht hat. Die Luft, die dort auf einmal freier zirkulieren kann. Den Raum, die Bewegungsfreiheit, die wir spüren. Und so ist es auch im Innern. Und die Stimme kann entrümpeln, wenn wir sie
lassen, wenn wir uns selber die Erlaubnis geben. Ja, so bin ich auf dem Weg mit meinem Experiment und mit meiner Selbsterfahrung durch das Singen, durch das 20-minütige Singen. Und morgen, Tag 26, wird wieder anders sein. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr schaut wieder zu und lasst euch inspirieren und motivieren. Also, bis morgen. Tschüss.